Ein herzliches Hallo. Ich habe mich heute spontan entschlossen, noch mal ein Video zu filmen zu einem Rezept. Das glaube ich manche etwas scheuen, weil es eigentlich relativ aufwendig ist, es zu machen. Und zwar ist das der Reibekuchen. Ich weiß noch damals, meine Mutter, die hat dann den ganzen Vormittag rumgerödelt, den Teig fertig zu machen. Und ich möchte heute einfach mal zeigen, wie leicht das, kinderleicht das mit dem Thermomix ist. Und als Zutaten brauchen wir Kartoffeln, wir brauchen Zwiebeln, ein Ei, ein paar Haferflocken, etwas Salz und ein wenig Speisestärke. Das Schöne ist bei den Reibekuchen, auch die sind im Grundkochbuch enthalten, heißt also auch auf meinem Rezeptchip, sodass wir hier die Guided Cooking Funktion vom Thermomix wunderbar nutzen können, die ich hiermit auch dann nochmal so ein bisschen näher vorstellen möchte. Wir fangen einfach mal an. Mein Thermomix steht bereit. Ich habe mir das Rezept schon aufgerufen, und zwar die Reibekuchen, und sage jetzt einfach starten. Und dann sehe ich dann schon mal eine Zutatenliste, die mir angegeben wird. Ich habe das alles schon bereitgestellt und wir können direkt loslegen. Und zwar mit 1000 Gramm Kartoffeln. Die habe ich vorher allerdings schon geschält, muss ich zugeben. Das hätte jetzt hier ein wenig den Rahmen gesprengt, das alles noch vor der Kamera zu machen. Wir brauchen 150 Gramm Zwiebeln. Dann nehmen wir einen Esslöffel Zitronensaft. Passt. Einen Teelöffel Salz. Einen Teelöffel Pfeffer. Gramm Speisestärke. So. 20 Gramm Haferflocken. Und ein Ei. So, wenn ich jetzt auch weitergebe. Sagt mir, ich nehme das jetzt einfach mal mit, sagt mir der Thermomix, was ich machen soll. So, Spatel einsetzen und bewegen, wenn sich das Messer dreht. So, machen wir jetzt mal eben den Spatel einsetzen. Und dann haben wir, das ist wunderbar, schon im Display sehen wir es, wir haben 12 Sekunden, Temperatur brauchen wir in dem Falle nicht, und wir haben hier noch den Regler für die Mixstufe, und hier sehen wir einen kleinen grauen Pfeil. Zudem muss ich den Thermomix drehen und dann fängt das Ganze auch schon direkt an. So, die Kamera wieder hier hin, damit ich auch den Spatel bewegen kann. Also ich sage einfach, los geht's. Auch weiter, und fertig ist schon mein Reibekuchenteig. Ich zeige es hier nochmal, und damit ist die ganze Reiberei, die früher notwendig war, nicht mehr notwendig, sondern innerhalb von 15 Sekunden habe ich meinen Teig fertig und kann auch direkt schon starten mit dem Braten. So, jetzt können wir loslegen und das Ganze in der Pfanne schön braun braten. Wir brauchen 2 Esslöffel von dem Teig. In die Pfanne habe ich vorher Öl gegeben. So. Ei klopfen. So, hier haben wir nun also unsere fertigen Reibeplätzchen. Ich esse das Ganze gerne mit Lachs, aber natürlich auch mit Apfelmus, immer ein Klassiker. Ich danke fürs Zusehen, hoffe, es hat Ihnen gefallen. Freue mich auch über einen Eintrag in meinem Gästebuch auf meiner Seite. So konnten Sie sehen, Reibeplätzchenteig ist mit dem Thermomix kinderleicht gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Backwinkel.